So, also, herzlich willkommen zu einer weiteren Kommentiershow. Heute kommentieren wir mal Assassin's Creed 1, 2 und 3 ein bisschen. Also, wie ich auf dieses Kommentieren mal heute komme, ich habe einfach mal gedacht, ja, Assassin's Creed 3 ist draußen. Ich höre mir so oft den geilen Titelsong an. Wenn ihr mal hören wollt, Imagine Dragons Radioactive, empfehle ich nur, richtig cooler Song. Aber wir wollen ja nicht über Assassin's Creed 3 reden, sondern fangen wir einfach mal mit der Assassin's Creed 1 Reihe an. Assassin's Creed 1, wie man schon auf dem Bild sieht, ist der erste Assassin, Altair. Keine Ahnung, ich habe das Spiel nicht gespielt, ich habe keine Ahnung zur Story und zur Story werde ich auch gar nichts sagen, bei den nächsten zwei auch nicht, damit es einfach kein Spoiler wird, sondern eine Kommentierschau diesmal. Also, das Einzige, was ich jetzt einfach nur zu sagen habe, ist halt zu den Waffen, sage ich was, ab wie vielen Jahren es ist und wo es erschienen ist. Also, ganz einfach, es ist Assassin's Creed 1, Altair ist der Assassin. Erschienen sind die Spiele bei Assassin's Creed 1 auf Mac, PC, für die Xbox und also für die Xbox 360 und für den PS3. Das Ganze ist von der USK ab 16 Jahren freigegeben, aber bei der PG ab 18 erst. Keine Ahnung warum, aber vielleicht wegen ein bisschen großer Gewalt und so. Das Tolle war eigentlich bei Assassin's Creed 1, dass es wirklich richtig geile Waffen mal gab. Es gab die versteckte Klinge, dann ein normales Schwert, sieht man vielleicht auch auf dem Bild, ja, sieht man. Ein Kurzschwert sieht man wohl leider nicht, dann die Wurfmesser sieht man über dem Schwert leicht. Und ja, ich sag einfach mal kurz was zur versteckten Klinge. Wie man sieht, er hält sie in der linken Hand. Und ja, Altair, Ezio und Connor, so heißen die drei, müssten ja ein kleines Opfer geben, bevor sie diese Klinge benutzen konnten, weil die versteckte Klinge würde ihnen sonst den Ringfinger rausreißen oder aufschneiden oder irgendwie sowas. Deswegen mussten sie den Ringfinger halt abschneiden und dadurch halt ersetzten sie die versteckte Klinge dafür ein. Und das Ganze wird halt mit dem kleinen Finger bedient, damit man sie ausfährt und dann halt die Gegner einfach versteckt umbringt, deswegen auch versteckte Klinge. Aber sonst gibt's nichts Assassin's Creed 1, was ich weiß. Was ich mehr weiß, ist Assassin's Creed 2 mit Ezio. Ezio finde ich einen der persönlich geilsten. Also nicht der geilsten, dass ich ihn gleich im Bett haben will, sondern einfach, er ist so ein super Charakter. Wie ich auch gesehen habe, hat er auch einen guten Preis gekriegt als bester Charakter in der Spielereihe von dem Jahr, wo er erschienen ist. Aber jetzt weg von den ganzen Preisen, sondern lieber zu dem Ganzen. Ja, Assassin's Creed 2 ist ja mit Brotherhoods und Revelations erschienen. Da kann man ja, das ist die Nebenstory, aber ich gehe nur auf die Hauptstory 1, 2 und 3 rein. Aber ja, die ganzen Sachen sind auf Mac, auf dem komischen Mac erschienen, für den PC, für die Xbox 360, fürs Mobiltelefon oder gesagt Handy und für die PlayStation 3. Das Ganze ist wieder wie bei Assassin's Creed 1 von der USK ab 16 und bei der PG ab 18 Jahren freigegeben. So, dann zu den Waffen. Eines der besseren Sachen eigentlich. Was ich bis jetzt weiß, weil ich spiele das ja noch frisch. Ich bin jetzt da, wo ich bin, glaube ich, bei der fünften Sequenz. Aber keine Ahnung. Es gibt Waffen, die versteckte Klinge. Wie man jetzt sieht, auch sogar zwei. Und es gibt das Schwert. Sieht man jetzt leider nicht. Es gibt Dolche. Also auch wieder, keine Ahnung, Kurzschwerter gibt es auch noch, glaube ich. Es gibt die Wurfmesser. Die kriegt man, glaube ich, sieht man da auf der Brust, aber auch wurscht. Das Tolle ist, es gibt auch Giftklingen. Also, wie es der Da Vinci gesagt hat, was heilen kann, kann auch zugleich töten. Und ja, es hat mich echt wirklich begeistert, dass man wirklich mit Medizin jemanden umbringen kann. Und wirklich cool. Also, aber sonst kann ich nichts dazu sagen zu den Waffen, weil ich noch nicht weiß, mehr weiß über drüber weiß. Aber dann geht's einfach zu dem neuen Spiel, zu Assassin's Creed 3. Da steht ja auch schon mal so mit einer richtig Kämpferposition da. Ja, der Charakter ist Connor. Ja, genau. Ist erschienen für PC, Xbox 360, für die Wii U, für die PlayStation 3. Und das Ganze ist wieder wie alle Spiele ab 16 von der USK und von ab 18 mit der PG. Ja, zu den Waffen kann man sagen, da haben sich Sachen geändert. Ich weiß jetzt nicht. Er sollte eine versteckte Klinge besitzen. Ich weiß nicht, ob es auch vielleicht eine zweite ist, weil ich weiß es ja nicht. Dann, das Tolle, was er in der Hand hat, ist eine Tomahawk. Eine kleine Axt. Er hat Pistolen, sieht man auch. Zwei Stück, glaube ich.
Dann kann man auch Pfeil und Bogen benutzen, sieht man auch ganz gut. Und eine Muskete kann er erwerben. Also so eine komische, für uns jetzt als schöne geile Schrotflinte. Und bei denen so, wo man vorne Schwarzpulver reintut, da lädt man erstmal eine ganze Minute nach. Und so. Also das ist alles, was ich so über Assassin's Creed 1, 2 und 3 weiß. Dann sieht man hier die dreimal so im Vergleich. Und ja, was hält ihr von Assassin's Creed? Habt ihr es schon selber gespielt oder findet ihr es den größten Dreck der Welt? Oder schreibt es mir auch einfach mal, wen ihr am coolsten findet. Altair, Ezio oder Connor? Ich würde mich einfach über eure Antworten und Kommentare sehr freuen. Und sogar für Verbesserungsvorschläge und alles stehe ich immer wieder gern zur Verfügung. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder bei dem nächsten Video von mir. Mal schauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Euer Kommentierer. Wir sehen uns.